Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Guido Schick. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Bundesverbandes der Film- und Fernsehschauspieler. Heute zur Gesprächsreihe mit Lars Kraume, der einen ganz wunderbaren Tatort produziert und regisiert hat. Im Gespräch mit Martin May. Wir lassen uns überraschen. Ich wünsche allen viel Spaß und ab dafür. Ja, ups, vielen Dank. Lars Kraume, viele Preise gewonnen, gleich mit dem ersten Kurzfilm im Festival von Turin, Life is too short to dance with ugly women. Dann auch hier in Hamburg, den Studio Hamburg Nachwuchspreis, Dunkel, den deutschen Fernsehpreis für Guten Morgen, Herr Grote, zweimal den Adolf-Grimme-Preis, das ist super. Hast du es schon mal bereut, Regisseur geworden zu sein? Hallo, hört ihr mich? Ja, guten Abend erstmal. Ja, habe ich schon oft bereut. Ja. Das, Warum? Ist, ja, weil das natürlich auch streckenweise wahnsinnig anstrengender Beruf ist und ein sehr nerviger Beruf sein kann. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Sachen. Dazu gehören jetzt gar nicht unbedingt die Preise, sondern so die eigentlich tägliche Arbeit. Aber es ist eben auch ein wahnsinnig mit wahnsinnig viel Auseinandersetzung verbunden. Mhm. Ja. Und Schauspieler haben ja oft mit so Arbeitslosigkeit, mit Zeiten der Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Ist das bei dir auch so oder bist du mit den Filmen, die du machst, das ganze Jahr ausgelastet? Ich habe zum Glück ganz gut zu tun, aber sagen wir mal, ohne den Tatort, ohne das Ermittlerformat im deutschen Fernsehen, wäre ich wahrscheinlich auch, hätte ich auch viel mit Arbeitslosigkeit zu tun. Okay. Das ist halt ein Großteil der Sachen, die gemacht werden im Fernsehen, sind nun mal sehr standardisierte Ermittlerkrimis. Mhm. In denen dann was Spezielles, was Schönes zu machen, irgendwie Spaß macht und so, aber man muss halt sagen, dass das deutsche Fernsehen relativ einfältig ist, was die Formate betrifft. Also du würdest dir wünschen, auch ganz andere Sachen zu machen? Ja, also ich habe zum Beispiel, ich hatte eine Idee für eine Familienserie, eine historische, die so ein bisschen wie damals Edgar Reitz Heimat angelegt war, die kriegt man im Moment in Deutschland gar nicht finanziert. Also sowas wie die Heimat oder so würde man heute nicht mehr machen können. Aus welchen Gründen? Ja, also einmal ist die Heimat, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel von der Heimat, das ist ja eine wahnsinnige Arbeit, die Reitz da gemacht hat. Jeder Film ist unterschiedlich lang, der eine ist 100, der andere 130 Minuten, dann ist er zum Teil in Farbe, zum Teil in Schwarz-Weiß gedreht. Ist so wahnsinnig, wahnsinnig komplizierte und tolle filmische Erzählungen, die einfach so, ich wüsste gar nicht, in welches Sendeformat das passen soll, welcher Sender, nicht mal der WDR meiner Meinung nach, würde das heute noch machen, so. Und das macht es eben wahnsinnig schwierig und das in einer Zeit, wo quasi in Amerika gerade so das goldene Zeitalter des Fernsehens ist, die tollsten Serien überhaupt gemacht werden, ist das, was in Deutschland dann gemacht wird, leider relativ langweilig. Und deiner Meinung nach liegt das? Ich finde es super, weil also das Gespräch geht in eine ganz andere Richtung, als ich es vorhatte, aber ich finde es sehr interessant. also du sagst, es fehlen eben die Formate, beziehungsweise die Sendeplätze, also es fehlt im Prinzip fehlt der Mut. Oder was ist es genau? Ja, es fehlt wahrscheinlich, also wenn man jetzt es strukturell betrachtet, fehlt wahrscheinlich sowas wie die Pay-TV-Sender in Amerika. Es fehlt eben eine dritte Macht. Man hat eben die Privatsender, das verstehe ich, dass die so knallhart auf ihre Quoten gucken, weil sie sonst pleite gehen. Ich verstehe nicht so ganz, warum die Öffentlich-Rechtlichen im Grunde von morgens bis abends Ermittlerkrimis senden. Also im Vorabendprogramm ein bisschen heiterer, in der Primetime so eben dann in den Tatort und dann in der zweiten Primetime irgendwie die FSK 16, die skandinavischen Krimis, aber in jedem Fall ist nach 5 Minuten eine Leiche da und den Rest der Zeit wird ermittelt, wer es jetzt gemacht hat. Und das ist natürlich irgendwie erstaunlich, dass es sozusagen immer dieses eine Format ist und dass man so wenig experimentiert. Und es liegt ein bisschen daran, dass die Öffentlich-Rechtlichen eben auch so stark nach der Quote entscheiden. Die Quote interessanterweise
tatsächlich immer so ausfällt, ein bisschen wie man es vorher ahnt. Ich habe mal eine Serie gemacht, die ganz interessant war in diesem Krimi-Format, die hieß Kriminaldauerdienst, KDD, fürs ZDF. Die haben alle Preise gewonnen und die war sehr, sagen wir mal, sehr düster und anstrengend auch für den Zuschauer. Davon hat das ZDF 3 Staffeln gemacht. Und parallel haben sie eine andere Reihe angefangen, der Kriminalist mit Christian Berkley in der Hauptrolle, die sehr viel konventioneller ist. Und die läuft bis heute sehr erfolgreich und KDD wurde dann abgesetzt, weil die Quote tatsächlich runterging. Es ist so ein Beispiel, wo das ZDF sich mal getraut hat, ein relativ ungewöhnliches Krimi-Format zu machen, das dann aber lange nicht lange durchgehalten hat. Und ja, was wahrscheinlich strukturell fehlen würde, wäre sowas wie eben wie HBO oder so, also ein Pay-TV-Sender, der sich nochmal anders aufstellt oder eben ein Umdenken bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich weiß gar nicht, warum bei denen die Quote so eine Riesenrolle spielt. Bisher hat mir das keiner so richtig erklären können, aber tut's halt. Aber die Öffentlich-Rechtlichen verkaufen ihre Sachen ja. Nun gut, nun war Derek, das, ich glaube, die am meisten verkaufte Krimiserie überhaupt aus Deutschland. In 137 Ländern lief das. Aber auch sowas wie im Angesicht des Verbrechens von Dominique Graf war zwar hier quotentechnisch schwierig, auch deswegen, weil es erstmal auf Arte gesendet wurde und erst dann in der ARD, aber ich kann mir gut vorstellen, dass solche Dinge sich doch ins Ausland einigermaßen verkaufen. Ja, denke ich auch. Ich weiß es jetzt nicht, wie die Auslandsverkäufe von Im Angesicht des Verbrechens ist. Im Angesicht des Verbrechens ist tatsächlich so das eine Beispiel, was einem dann im Augenblick vorgehalten würde, wenn man jetzt mit einem ungewöhnlicheren Format auftritt, dann würde man wahrscheinlich immer sagen, ja, siehst du doch, im Angesicht des Verbrechens hat es auch nicht funktioniert. Nicht funktioniert in dem Sinne der Quote. Mhm. Der Unterschied ist natürlich, dass die großen Produktionen, auf die man als Fernsehmacher so schaut, wie, also nehmen wir mal so ein amerikanisches Beispiel wie Mad Men. Ich habe bis heute nicht verstanden, worum es in Mad Men wirklich geht. Und irgendwie gucke ich es aber trotzdem jetzt schon in der vierten Staffel oder so. Und das würde in Deutschland natürlich auf gar keinen Fall gemacht werden, wenn du den kommst mit einer Werbeagentur in Düsseldorf in den 60ern, schmeiß dich wieder raus. Hundertprozentig. Klar. Und das ist halt schade. Ja, schade. Du bist ja sehr viel als Autor auch tätig. Also du schreibst viele deiner Stoffe oder die meisten deiner Stoffe selbst. Hast du da bei diesen, wenn du diese Projekte startest, schon die Schwierigkeit, also wenn du einen Stoff pitchst, dass es gleich heißt, nee, also das interessiert uns nicht, das spielt jetzt so in einem schlechten sozialen Milieu, wenn es bei den Millionären angesiedelt wäre, wäre es interessanter? Kriegst du solche Sachen zu hören? Ja, das jetzt nicht. Aber es gibt natürlich Stoffe, die einfacher sind, wo man sofort irgendwie so eine gemeinsamen Nenner findet mit der Redaktion oder wem auch immer und dann gibt es Stoffe, die komplizierter sind. In der Regel weiß man das natürlich vorher so ein bisschen, wo es wehtun wird und wo sie wahrscheinlich nicht mitgehen. Ja. Springen wir nochmal zurück zu deinem Werdegang. Du warst nicht zuerst Fotograf, habe ich gelesen. Und dann, wie kamst du zur Regie? Warum kamst du zur Regie? Ja, ich war so Assistent von so Werbefotografen in Frankfurt und habe dann irgendwie überlegt, Fotografie weiterzumachen, machte nicht so richtig Sinn. Ich war schon immer ein Filmfan-Freak und habe dann eben mich einfach mal beworben an allen Filmhochschulen. Hat mich dann die DFB glücklicherweise genommen und da wollte man mich dann so ein bisschen in diese Kameraecke schicken. Da habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen gegen gewehrt und habe eben viel geschrieben und nur noch inszeniert und dann ist irgendwie das eben beides so an mir hängen geblieben. Und dann war der erste Film eben gleich... Mein erster Film hieß Dunkel und hat dann eben die meisten von diesen ganzen Preisen gewonnen, die du da aufgezählt hast, peinlicherweise. Okay, und das war dann natürlich irgendwie ein guter Einstieg, so, das hat dann geholfen. Also du würdest sagen, Preise öffnen Türen? Ja, also Preise öffnen alle Türen. Deutschland hat irgendwie einen Wahnsinn. Schon immer, seit ich an der Filmhochschule bin, war es immer eigentlich so, dass jedes Jahr die Preise eine Reihe von jungen Talenten irgendwie die Arbeit ermöglicht und dann nach dem zweiten Film in der Regel das dann sehr viel schwieriger wird. So ist das System in Deutschland. Und in den letzten Jahren hast du hauptsächlich fürs Fernsehen gearbeitet, aber du hast einen Kinofilm gemacht, Die kommenden Tage.
der auch für den Bundesfilmpreis nominiert war, soweit ich weiß. Die Hauptdarstellerin war nominiert. Ah, die Hauptdarstellerin war nominiert, ja. Ja, worin siehst du die größten Unterschiede in der Realisation von Kino- und Fernsehstoffen? Oder die größten Schwierigkeiten dabei, ja, in diesen Unterschieden? Also die Schwierigkeit ist es wahnsinnig schwierig, einen Stoff zu finden, der fürs Kino funktioniert. Erstmal muss er ja sozusagen für mich funktionieren, das muss mich ja erstmal irgendwie begeistern und irgendwie dazu führen, dass ich irgendwie die lange Zeit, die man halt an solchen Projekten arbeitet, durchhalte. Also das Beispiel von den kommenden Tagen ist so, ich habe vor 6 Jahren angefangen damit, dann habe ich 3 Jahre für den Film gebraucht, bis er fertig war, und 2 Jahre gebraucht, den totalen Flop an der Kasse zu verkraften. Also so, und jetzt kann ich mich langsam wieder auf einen neuen Kinostoff einlassen und dann einen neuen Stoff zu finden, von dem ich glaube, dass ich da 3, 4, 5 Jahre jeden Tag dran arbeite, ist relativ schwierig, weil ich habe natürlich sehr viel mehr Ideen, aber dann überlege ich mir so, okay, jetzt mache ich so einen Film, was weiß ich, diese und jene Geschichte, und dann kommt der also raus, dann kostet der 5 Millionen Euro, dann gehen da 50.000 Leute rein und das wird eine absolute Katastrophe und so. So, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, also muss man irgendwie von den vielen Ideen, die man hat, einen Stoff dann irgendwann mal so weit durchdacht haben, dass man denkt, okay, der ist so interessant, der ist so einzigartig, der ist wirklich für die Leinwand, und das in einer Zeit, in der das Kino ja relativ, sagen wir mal, relativ wenig Facetten bietet. Die meisten Sachen, die im Kino laufen, wirklich mit einem Publikum laufen, sind ja doch relativ klar Blockbuster konzipierte Stoffe. So. Also hast du als Autor eher, wenn du fürs Kino schreibst, eine Schere im Kopf, als wenn du fürs Fernsehen schreibst? Total. Also als Autor fürs Kino tue ich mich wahnsinnig schwer. Beim Fernsehen ist das irgendwie viel leichter. Ist einfach viel, viel ungebremster, viel einfacher. Da schreibe ich dann so ein Buch, und wenn das jemand gut finde, das schön. Wenn sie dann Kritik haben, dann kann ich das als Handwerker viel einfacher umarbeiten. Im Kino stehe ich mir viel mehr selber im Weg. Und wenn du jetzt fürs Fernsehen arbeitest, startest du dann meistens das Projekt oder wirst du gestartet von einem Redakteur? Das ist unterschiedlich. Also ich kriege Anfragen und sage dann, was ich davon halte, und dann manchmal habe ich aber auch eine Idee und denke, also jetzt zum Beispiel mein letzter Film, der ist noch gar nicht fertig, den ich hier für den NDR gemacht habe, der heißt Meine Schwestern, und das ist so eine Familiengeschichte, die wollte ich ganz lange machen und wollte sie eigentlich als kleinen Kinofilm machen und habe dann aber, nachdem die kommenden Tage eben überhaupt nicht gut lief an der Kasse, habe ich gedacht, okay, Meine Schwestern wird der nächste Flop, wenn ich den für ins Kino prügel. Das hätte man schon machen können, aber es macht eben keinen Sinn, weil ich wusste, dass das so ein leiser Film wird, dass den keiner guckt. Das war mir aber ein wahnsinnig schönes Buch und ich wollte das unbedingt drehen. Und dann habe ich dem NDR das vorgeschlagen und Christian Granderath hat dann, als er gerade NDR-Chef wurde, fand den Text interessant und hat mich das dann eben für den Mittwochabend in der ARD machen lassen, was dann irgendwie gut ist, weil da hat es dann nicht, also für mich eben nicht so diesen Erfolgsdruck wie im Kino. Wir sind ja der Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler, deswegen interessiert uns eben vor allem auch die Arbeit und die Sicht auf Schauspieler, die ein Regisseur so hat. Und auch der Besetzungsprozess. Kannst du uns das erzählen, wie du normalerweise besetzt oder wie so der Prozess üblicherweise abläuft? Also, das ist total unterschiedlich. Bei jetzt zum Beispiel diesem Film, den ich für den NDR gemacht habe, Meine Schwestern, war es so, das ist so ein bisschen... Da geht es um was ganz Einfaches. 3 Schwestern, von denen eine stirbt. Die wissen alle, dass sie stirbt, und die verbringen halt ein bisschen Zeit miteinander. Und da war es so, dass die 3 Schauspielerinnen, die das spielen, nämlich Lisa Hagmeister, die hier am Thalia-Theater ist, Nina Kunzendorf und Jördis Triebel, die die Hauptrolle spielt, das waren einfach 3 wahnsinnig beeindruckende Schauspielerinnen, mit denen ich bei unterschiedlichen Sachen davor gearbeitet hatte. Und ich habe die gefragt, ob wir nicht mal zu dritt irgendeinen Film machen wollen, also zu viert. Und hatte dann diese Geschichte und habe ihnen die erzählt und habe sie getroffen und so ein bisschen wie das Mike Lee in England immer so macht, mit denen sozusagen diese Geschichte so improvisiert. Und Esther Bernstorff, eine junge Autorin, hat das dann so dokumentiert und daraus das Drehbuch geschrieben. Da war von vornherein klar, das ist ja mit denen für die entwickelt. Bei den Tatorten jetzt zum Beispiel, von dem heute Abend eben einer läuft, da waren Nina Kunzendorf und Joachim Krohl vorher schon besetzt. Und dann wurde ich gefragt, ob ich den ersten machen wollen würde.
Und dann ist daraus eben eine ganze Reihe geworden. Jetzt habe ich irgendwie alle gemacht bisher. Und da war der Rest des Besetzungs, die haben, der Prozess, es geht dann einfach so, der HR produziert das selber, die haben eine eigene sehr gute Casting-Agentin dort, Ingrid Böhm, die eben dann mir für das Drehbuch Vorschläge macht und mit der ich dann diskutiere. Und manchmal hat man sofort eine Idee, manchmal schon beim Schreiben oder beim Lesen oder so, und manchmal dauert es ewig, bis man endlich einen gefunden hat, der irgendwie auf diese Rolle passt. Ja. Ganz unterschiedlich. Okay. Was hast du bei Schauspielern am meisten? Ja, wie viele Schauspieler sind denn hier, dass ich hier nicht mehr rauskomme? Also ja, es ist so, es gibt viele Schauspieler, deren unfassbarer Narzissmus sie einerseits großartig und andererseits unerträglich macht. Und das ist, je nach Tagesform kann das wahnsinnig anstrengend sein und wahnsinnig toll. Es ist halt so zwei Seiten einer Medaille. Okay. Aber sagen wir mal, wenn es in dem ohnehin anstrengenden Prozess des Filmemachens irgendwie so vollkommen irrational wird und man denkt, also Kinder, jetzt ist es wirklich lächerlich, dann nervt es schon wahnsinnig. Also diese nötige Egozentrik, die man natürlich braucht, um sich da immer hinzustellen, das auszuhalten, das verstehe ich ja alles, das ist auch gut und so, aber oft kann das in die falsche Richtung gehen. Du fragst mich als erstes, was ich hasse. Du hättest mich natürlich erst fragen sollen, was ich liebe an Schauspielern. Ja. Das wäre die gleiche Antwort gewesen übrigens. Und wie gehst du dann am Set damit um? Also bist du am Set eher der Verführer oder der Diktator? Das musst du andere Leute fragen als mich. Naja, aber wenn jetzt, also sag mal, ist eine Weiß ich nicht, Situation. Ich glaube nicht, dass ich so ein wahnsinniger Diktator bin. Ich finde eigentlich diese Hierarchien, in denen Filme entstehen, die Arbeitshierarchien beim Filmemachen lächerlich. Aber sie sind nun mal irgendwie nötig, weil das ja immer so ein Chaos ist, das Filmemachen. Und wenn man da nicht irgendwann sagt, so wird's gemacht, dann passiert halt irgendwie gar nichts. Kann man nicht über alles ständig diskutieren. Aber eigentlich sind Schauspieler mir wahnsinnig wichtig. Ich weiß, dass das das Zentrum von die Seele der Filme ist. Und deshalb richte ich immer relativ viel. Ich habe auch einen Kinofilm vor den kommenden Tagen gemacht, bei dem ich ganz ohne Drehbuch gearbeitet habe, bei dem es nur um Improvisation ging. Und so, also mir geht es immer sehr um das Spiel und um die Lebendigkeit. Ich glaube immer so wenig von den Texten in Drehbüchern und so. Und das macht es wahnsinnig, das beschäftigt mich am allermeisten seit 10 Jahren. Wie kriegt man diese Oberfläche durchbrochen, die da immer so entsteht und die man so alles so künstlich wirken lässt? Naja, und deshalb sind Schauspieler natürlich wichtig und deshalb versuche ich mit meinen Schauspielern gut umzugehen und mit den anderen im Team auch. Also. Und triffst du normalerweise die Schauspieler vorher oder sprichst du mit ihnen vorm Dreh oder erst wirklich an den Drehtagen? Wenn sie Zeit haben und Interesse, dann spreche ich auch vorher mit ihnen. Aber es gibt viele Schauspieler, die kommen kurz vorm Maskentermin so ungefähr. Ja, wir hören es, also wir haben es bei den verschiedenen Gesprächen immer wieder mal gehört, dass eben Schauspieler oft nicht abkömmlich sind für eine Leseprobe, sag ich mal, oder ein vorheriges Treffen. Kommt also, vor, ja. Aber du würdest es auch als eine sinnvolle Aktion sehen? Es ist lächerlich, wie wenig wir proben. Ja. Wenn man sich überlegt, wie teuer so Filme sind und wie lange Theaterproduktionen vorher proben, ist es vollkommen absurd, dass wir nicht viel mehr proben. Also das wäre ein Appell an die Schauspieler zu sagen, Leute, kommt nicht nur für eure Drehtage, sondern wenn man Vorbereitungstag ja, mal macht. Das hat ja nicht nur mit den Schauspielern zu tun, das hat ja mit den eingefahrenen Herstellungsprozessen zu tun. Es gibt natürlich wahnsinnig viel, wo es total okay ist, dass man einfach nur am Tag sich trifft und das so dreht und das vorbereitet, gerade bei den technischen Sachen, bei den, keine Ahnung, wenn man irgendwelche Greenscreen-Geschichten hat, also das muss man nicht lange proben, das muss man halt so machen, wie es vorher geplant ist. Aber bei den richtigen Schauspielszenen, wenn man irgendwie 8 Minuten kammerspielartige Situationen hat, dass man die nicht mit ausreichend Zeit vorher probiert oder überhaupt Figuren auch bei den Fernsehfilmen vorher zusammen entwickelt, wie wir das zum Beispiel bei Meine Schwestern machen konnten, was die drei wirklich toll spielen und wo das Buch auch für sie dann umgeschrieben wurde und so. Das ist schon blöd, aber das liegt nicht nur an den Schauspielern, es liegt eben auch oft daran, dass du das in der Regel dich einen Herstellungsleiter auch groß anguckt, wenn du sagst, ich brauche eine Woche vorher Proben. Mhm,
dann kommt natürlich dazu, dass viele dann sagen, ja, wenn die eine Woche proben wollen, dann muss ich noch eine Woche bezahlt werden und dann ist es schon vorbei. Das zahlt natürlich keiner. Na ja, gut, wir sind ja gerade bei einem Tarifvertrag auszuhandeln mit der Produzentenallianz. Ja, das ist vielleicht auch noch eine Anregung, solche Sachen damit aufzunehmen. Also weil ich persönlich finde es total sinnvoll, sich total vorher zu treffen, also es ist, ja, vorher miteinander das mal durchzugehen, ja, und dann am Set gut vorbereitet zu sein. Wird denn am Set da noch viel geprobt? Also machst du, während Umbaupausen sind, gehst du mit den Schauspielern in einen anderen Raum oder ist es wichtig, dass die im Set selber proben? Ich finde es total wichtig, dass man, solange es geht, im Set probt. Und ich fange auch den Tag, also ich mache zum Beispiel gar nicht so viel, ich komme nur bei, auch wieder nur bei technischen Sachen, bei Stunts oder Effektsituationen mit einer Auflösung vorher. Normalerweise komme ich mit einer Idee, wie ich die Szenen so spielen möchte, schlage das vor und gucke dann aber, was die Schauspieler selber für Ideen haben, wie das so sich im Raum anfühlt mit denen und löst dann erst auf. Okay. Und lass dann, ich, im Zweifel nehme ich dann auch eher keine Rücksicht auf das Licht oder auf irgendwelche ästhetischen Fragen, gerade bei den Fernsehsachen, sondern drehe es dann lieber so, wie es gerade ist. Und wenn die Schauspieler, wenn das eine gewisse Logik hat aus dem Spiel heraus, dann zwinge ich die nicht irgendwie da auf ihre Marke zu latschen oder so, okay, weil das Licht schöner ist. Okay. Wer behindert deine Arbeit am meisten? Ich denke, also, die ist nicht im Raum. Nein. Also beim HR, wenn ich mit den Tatorte mache, behindert mich die Redaktion überhaupt nicht, weil die totale Liane Jessen, die Chefin vom HR, die Redaktionsleitung da hat, ist eine totale Anarchistin. Also die hat neulich kamen wir beide, zufällig haben wir uns irgendwie getroffen, nachdem wir beide Holy Motors gesehen haben von Leo Carax. Und dann kam sie ernsthaft zu mir und sagte, Mensch Lars, das müssen wir mal machen in der ARD am Mittwochabend um 7:45 so ein Leo Carax. So eine Art von Film. Und ich sagte, willst du einen surrealen Film in der ARD um 7:45 sein? Das gibt's doch gar nicht. Das fand ich super. Das ist eine echte Ausnahme, diese Redaktion. Die behindern mich bestimmt nicht. Ich habe ja gesagt, bei meinen Kinosachen stehe ich mir am meisten selber im Weg und im Fernsehen steht mir am meisten die Frage im Weg, warum wir ständig nur Krimis machen. Das behindert mich. Wo siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren? Mhm. Das ist so eine typische Bewerberfrage, ja, beim Einstellungsgespräch. Ne? ausrechnen, in 5 Jahren sehe ich mich bei der Premiere bei meinem nächsten Kinofilm. Also dann doch eher Kinofilm, du sagst jetzt Kinofilm. Naja, da komme ich halt her. Ich mache gerne, ich arbeite gerne fürs Fernsehen, wenn es Spaß macht, wie jetzt zum Beispiel. Aber ich bin natürlich eigentlich mal an die Filmhochschule gegangen, weil ich eben vor allem so das ganze New Hollywood Kino irgendwie wahnsinnig geliebt habe und das rauf und runter geguckt habe und irgendwie dachte, boah, wie geil, man kann Filme wie Days of Heaven drehen oder so. Und deshalb bin ich eigentlich an die Filmhochschule gegangen. Jetzt ist das Kino halt nicht mehr so, wie es in den 70ern war. Und deshalb ist es halt so ein bisschen schwieriger geworden. Aber klar ist das eigentlich die ursprüngliche Motivation gewesen. Ich glaube, das ist egal für welches Gewerk beim Film, glaube ich, ähnlich, dass man mit dem großen Ideal anfängt und dann irgendwann im Laufe der Jahre auf den Boden der Tatsachen kommt. Ja, klingt so wahnsinnig traurig. Ist ja, die Ideale sind immer noch die gleichen. Es ist nur sehr viel schwieriger, als ich dachte, sie umzusetzen. Okay. Warum sollte ich mir den heutigen Film diesen aktuellen Tatort im Namen des Vaters heute anschauen? Weil du danach zum Katholiken konvertierst. Nein. Er lacht. Okay, also weil ich glaube, dass es ein unterhaltsamer Krimi geworden ist. Ja, nein, das ist es wirklich. Der ist ja nach einer wahren Geschichte, das ist nach einem Buch von einem Profiler, Axel Petermann. Genau. Wie dicht ist jetzt der Film an dieser wahren Geschichte dran? Also die ganzen Frankfurter Tatorte sind entstanden, außer dem ersten Fall, sind entstanden nach diesem Buch
Auf der Spur des Bösen von Axel Petermann. Das waren so Kurzgeschichten, die spannendsten Fälle aus dem Leben dieses Bremer Mordkommissars. Und dieser, es ist wie bei allen diesen Filmen, da ist sozusagen die Kerngeschichte, die Motivation des Täters zu seinen Taten und so weiter, das ist alles immer wahr. Auch die Handlungsschritte der Polizisten, die Ermittlungsschritte sind irgendwie da rausgenommen. Und dann gibt es aber immer, weil er davon natürlich nicht schreibt, die ganzen falschen Spuren und die ganzen persönlich, die ganze Ausarbeitung der Nebenfiguren und so. Das ist dann immer alles, musste ich mir dann als Drehbuchautor dazu ausdenken. In diesem Fall der gesamte Plot, auch das sozusagen nah an die Kirche zu rücken. Aber der eigentliche Kern des Falls ist, ist schon so, wie es da beschrieben ist. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Kommissare so ein bisschen zurückgenommen sind. Also das Privatleben der Kommissare ist nicht so wichtig. Es gibt ja viele Tatorte, gab es auch vom HR, wo das sehr wichtig war. Es gab frühe Tatorte vom HR, wo es überhaupt nicht wichtig war, wo die Kommissarsfigur eine reine Ermittlerfigur war. Und hier ist halt, klar, Alkoholismus ist ein Thema in dem Film. Das finde ich auch sehr toll behandelt im Prinzip. Diese Figuren hast du ja mitentwickelt. Du hast ja diese ersten HR-Tatorte geschrieben und inszeniert. Die Figur von Nina Kunzendorf ist, ich sage es immer ganz salopp, die schärfste Braut im Tatort überhaupt. Gibt es dafür ein reales Vorbild? Ja, meine Mutter. Es ist wirklich, wirklich ernst gemeint. Nicht, dass meine Mutter die schärfste Braut überhaupt ist, aber die, aber die hat so eine lustige, ist ein wahnsinnig optimistischer Mensch, ja. Wie eben Conny May auch. Also ich komme aus Frankfurt und wir haben, als wir den ersten gemacht haben, war Ninas Figur nicht besonders interessant geschrieben. Die war wahnsinnig langweilig eigentlich geschrieben. Und weil ich aber, wenn ich da drehe, zu Hause lebe und meine Mutter so lustig ist und so ein totaler Optimist und immer ist irgendwie alles totaler Sonnenschein, die, und dann ist sie auch immer so ein bisschen zu laut und fasst die Leute auch viel zu schnell an und haut denen so auf die Schulter und sagt, Mensch, machen wir. Und so, und dann dachte ich, das ist eigentlich lustig. So eine Kommissarin, die einfach immer positiv ist und die immer denkt, irgendwie komm weiter und das kriegen wir schon alles hin und so. Und dazu diesen, was Krol liegt, irgendwie dieses etwas Grummelige und so, und ein bisschen Misanthrope an der Figur als Kontrast, hat eben Spaß gemacht. Mhm. Und so ist es entstanden. Was glaubst du, bemerkt nur ein Bruchteil der Zuschauer an diesem Film? Bitte was? Was fällt nur einem Bruchteil der Zuschauer an diesem Film auf? Irgendeine Kleinigkeit? Also zum Beispiel in deinem Film Die kommenden Tage fand ich ja so großartig diese winzig kleine Szene, wo Autos über eine Kreuzung fahren, weil das Zukunft mit in 3 Sekunden erzählt hat, ja? Weil die Autos ganz dicht hintereinander fahren. Was glaubst du, fällt hier in diesem Film, in dem Tatort, wenigen nur auf? Eine versteckte... Schwierige Frage, weiß ich nicht. Jetzt wahrscheinlich fällt nur wenigen auf. Ich weiß nicht, denke ich drüber nach. Okay, gut. Dann beenden wir das damit und jetzt machen wir noch ganz am Schluss noch ein kleines Assoziationsspiel. Ja. Also ergänze den folgenden Satz mit wenigen Worten. Wenn die Animationstechnik so weit sein wird, dass man mit lebensechten Figuren aus dem Rechner zu den gleichen Kosten arbeiten kann wie mit realen Schauspielern, werde ich... weiter Filme machen. Ja, das schon, aber womit? Ja, das entscheidet der Produktionsprozess dann. Okay. Das Schönste am Filmemachen ist? Die Arbeit mit den Schauspielern. Nun arbeitest du beim Hessischen Rundfunk, das ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr angenehme Arbeitgeber, aber sozialer Schutz bei Film und Fernsehen? Ist nicht besonders groß geschrieben. Mein Film erhält entweder eine Nominierung zum Bundesfilmpreis, der Lola, oder die Deutsche Kommission schlägt meinen Film als Best Foreign Language Film für den Oscar vor. Ich ziehe vor, weil... Gemeine Frage, ne? Ich ziehe jetzt welchen von diesen beiden Preisen vor für meinen nächsten Film? Ja. Also einer ist ja noch kein Preis.
Was? Das ist ja beides noch kein Preis. Das ist ja beides nur vorgeschlagen. Nur eine Nominierung. Nur eine Nominierung. Tja, also... Ich ziehe den Foreign Language Oscar vor, weil ich viele Leute kenne, die nachdem sie einen Bundesfilmpreis bekommen hatten, das Gefühl hatten, dass das sozusagen der Stempel zur Arbeitslosigkeit ist, weil einfach danach noch weniger bei ihnen angerufen wurde, gerade bei Schauspielern, die sagen irgendwie, nachdem ich diesen Preis bekommen habe, hat überhaupt keiner mehr angerufen. Aha, aha. Aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht. Okay. Deshalb will ich den nicht haben. Okay, das Filmfest Hamburg 2012 hat mich sehr herzlich willkommen geheißen. Und der Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler hat eine nette Runde hier ins Leben gerufen. Vielen Dank, Lars Graume. Heute sein Film Tatort im Namen des Vaters, heute 19 Uhr im Cinemax 3. Und wir haben noch ein Geschenk. Da drüben hängt so dieses Plakat, was du jetzt hiermit kriegst. Wenn du mal in Hamburg drehst, da sind lauter Hamburger Schauspieler vom BFFS drauf. Soll die Besetzung erleichtern. Nee, jetzt. Vielen Dank. Und das Detail ist, wie toll Florian Lukas seine erste Szene im Tatort spielt. Okay, danke.